erschrecken jetzt hier. Hallöchen, dass ihr alle gekommen seid. Ja, wir wollen heute keine großen Parteitage machen. Auch jetzt nicht irgendwie da zum Schluss hier ein paar Ansagen. Was jetzt wichtig ist, was auch neu aufgenommen wurde heute, der Ansage, die ganze Geschichte mit den Panzerlieferungen in die Ukraine, die nimmt Form an. Ja, da zeichnet sich zurzeit eine Disharmonie zwischen unserer tollen Außenministerin und dem Bundeskanzler ab, aber es wird zu den Panzerlieferungen kommen. Ich habe am Freitagabend haben wir ein Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter der russischen Botschaft und der hat halt eindeutig gesagt, die rechnen ganz konkret damit, dass spätestens Ende Februar die Entscheidung getroffen wird, dass in die Ukraine Panzer geliefert werden. Er hat auch gesagt, in dem Moment, wenn das hier stattfindet, dann werden wir hier in Schwedt, werden wir Zielgebiet für russische Vergeltungsschläge. Ja, weil hier in Schwedt nämlich die Treibstoffproduktion ist und die Schweder sind wahrscheinlich sich dessen noch nicht bewusst, was hier eigentlich die Phase ist. Und deswegen werden wir die Friedenssicherung und so den Stopp dieser Panzerlieferung in den Mittelpunkt schicken. Genauso mit allen anderen Sachen. Wir haben gestern die Beratung wieder gehabt. Wir haben dort sich durchgesprochen, die ganze Problematik, die Vereinsgründung, wo ein bisschen was im falschen Hals gekommen ist, wahrscheinlich bei einigen, was ich letzte Woche gesagt habe. Weil, wie gesagt, wir wollen die Gemeinnützigkeit und die steuerlich begünstigten Zwecke dort einreichen. Das hat ganz einfach damit zu tun, weil wir dann auch unseren, den Leuten, die uns spenden, die uns irgendwie Zuwendung geben, Spendenquittung ausstellen können, weil das auch steuerlich relevant ist. Deswegen machen wir das. Das hat nichts damit zu tun, ob wir hier nur was Physik hier irgendwie parteikonfessionell hier irgendwie sind. Das sind wir nicht. Wir sind unabhängig. Das steht auch so in der Satzung drin. Dazu dann die nächsten Tage mehr. Corona-Untersuchungsausschuss hat getagt. Ja, wir haben gesagt, dass zu der Kundgebung in 14 Tagen haben wir da weitere Ausführungen. Und da wollen wir dann schon soweit fertig haben, dass da praktisch Hinweise dann auch entrichtet werden können. So, soweit heute zu meiner Aussage soweit. Ja, also wir wünschen uns jetzt viel Spaß bei dem Marsch durch das Wohngebiet. Nächste Woche, René sagt ja bestimmt noch was zum Abschluss ganz kurz, ist dann draußen im WK7 wieder am Ärztehaus. Ich habe jetzt noch eine Mitteilung an, Michael hier, der möchte auch noch kurz was sagen. Moment. Ja, wir haben uns ja entschlossen, einen Verein zu gründen und der soll ja wahrscheinlich in etwa so Gesundheitsgarten heißen, wo es eben darum geht, ökologischen Pflanzenanbau und um Kräuter herzustellen oder anzubauen. Und dazu brauchen wir natürlich eine Satzung und natürlich auch viele Mitglieder, die da eventuell mithelfen und mitarbeiten wollen. Und die Satzung ist in Arbeit und wer die Satzung gerne mal zugeschickt haben möchte, der kann sich bei mir hier so eine kleine Karte abholen und auf dieser Karte steht eine E-Mail-Adresse auf. Und wer an diese E-Mail-Adresse schreibt und einfach in den Text schreibt, dass er die Satzung haben möchte, der bekommt dann die Satzung, wie sie im aktuellen Zustand ist, zugeschickt und kann natürlich, wenn er Interesse hat, Mitglied zu werden, auch Änderungsvorschläge einreichen. Und ja, wer Interesse hat, wie gesagt, hier in meiner Hand ist eine kleine Karte, da steht die Adresse drauf. Mehr wollte ich eigentlich dazu nicht sagen. Ja, danke dir, Micha, nochmal zu dieser Vereinsamung. Wir wollen uns alle gegenseitig helfen, wir wollen gesund bleiben. Ich habe am Wochenende auch erfahren, dass zum Beispiel der Verkauf von Vitaminen, Vitamin C, Vitamin D und alle drum und dran, was heute noch erhältlich ist in den Supermärkten, ja, dass das eingeschränkt werden soll, nur noch auf Rezept. Und dann denken wir mal daran, was jetzt hier läuft. Wir sollen ja wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Zeit auch Insekten essen. Ja, also ich sag mal, da wenden wir uns natürlich auch dagegen. Gestern kam eine Sendung auf ZDF Info. Ich war total erschrocken, dass hier in Südwestdeutschland und in Frankreich hier schon ganze Fabriken sind, die Mehlwürmer und Grillen züchten, angeblich für Fische, Hunde und Katzen. Naja, das ist bis zum Menschen noch nicht mehr weit. In 17 Etagen werden die Viecher dort gezüchtet. Ja, riesengroße Kisten, da wo Mehlwürmer da drin rumschwirmen und sonst was alles. Also, wohl bekommst, guten Hunger. Ja, also, auf guter Appetit, können wir nur sagen. Gut, Dankeschön. René. Ja, hallo. Möchte ich auch mal kurz sagen. Ja. Nee, da muss ich mal nach meiner Hand. Ja, also ich wollte mal was hier zu Lubmin sagen. Hier. Wir waren ja vor zwei Wochen auf dem Samstag in Lubmin, also Jörg und meine Wenigkeit. Und jedenfalls, die waren ja zwei Kundgebungen. Einmal vor dem Dorf hier Spandower Hagen. So, da ging das ja nur darum, hier, die wollten hier Gas ja, aber Lärm nein.
So, und natürlich war ja von uns jemand auch da denn im Blickwinkel, also der Willi. Und der wurde dann als Corona-Leugner und Querdenker hingestellt, denn hier vom Nordmagazin. Und natürlich war dann noch ein Jörg da gewesen, ja, ein Ingo war da gewesen. Und der hat dann Willi dann gesagt, ja, haben wir da Reichskundgebung anmelden tut, für Reichsbürger und hier für Rechte dann ja mal anmelden tut, ja. Ja. Und natürlich wurde das, hat er sich dann im Nachhinein irgendwie entschuldigt denn. Gut, Dankeschön. Ja, Jörg, wolltest du noch was kurz sagen? Was soll ich sagen? Erstmal herzliche Grüße aus Vorpommern, aus dem Randotal. Hügermünde startet am Mittwoch wieder. Und wie gesagt, der Daniel hat ja schon kurz berichtet, dass wir in Lubmin waren zur Eröffnung des LNG-Terminals. Es waren zwei Demonstrationen dort vor Ort. Einmal die von der Bewegung aus und zum Zweiten eben von den Anwohnern aus. Polizeilich wurde es so gelenkt, eben, dass die Anreisenden diese Demonstration der Anwohner durchlaufen durften. Und die Anhänger, die eigentlich der Bewegung anhören, die wurden dort nicht erwünscht. Die sollten doch so schnell wie möglich sich doch von den Anwohnern da entfernen. Und das war schon sehr gewöhnungsbedürftig und wie gesagt, wir waren 200 vor Ort und der Kanzler hat sich ja einfliegen lassen und so weiter und dann ging der ganze Rummel ab. Nur mal als Eckdaten, dieses Regasifizierungsschiff, welches das Flüssiggas, was mit Shuttle-Schiffen angefahren wird und umwandelt in gasförmigen Zustand, wird betrieben über Dieselgeneratoren. Und diese Dieselgeneratoren, wenn die unter Volllast laufen, brauchen am Tag 28.000 Liter Dieselkraftstoff. Das ist dann erstmal schon eine Fußnote Richtung Umweltschutz, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und wie gesagt, es ist Landschaftsschutzgebiet und so weiter, der Greifswalder Bodden. Und der Daniel hat auch ein prima Interview gegeben und das wurde auch im Netz verbreitet. Und wie gesagt, wir wollen mal abwarten, was da kommt. Da sollen ja noch Lärmmessungen getätigt werden, aber die wurden jetzt verschoben. Wahrscheinlich sollen die an solchen Tagen eher stattfinden, wo das Schiff nur mit verminderter Kapazität dann arbeitet. Ja, ansonsten wünsche ich uns heute einen schönen Abend hier. Und wir sind immer froh, hier in Schwedt hier herzlich willkommen zu heißen. Weil der Frank, der war ja auch schon mehrfach in Nykermünde und so weiter und ich bin immer wieder beeindruckt, wie das hier vorangeht in Schweden. Jetzt mit diesen Vereinsbildungen hier, ganz große Klasse. Wie gesagt, ich wünsche uns einen schönen Abend und Wetter passt. So Leute, wir machen los jetzt.